Mein Name ist Patrick Schweighofer. Ich bin bei der Fachhochschule Campus 02 angestellt als hauptberuflicher Lektor und Fachbereichskoordinator für Wirtschaftsinformatik an der Studienrichtung IT und Wirtschaftsinformatik. Die Position habe ich seit August dieses Jahres und davor die letzten 2 Jahre war ich F&E-Projektleiter an der Studienrichtung. Und Forschungsschwerpunkt ist die strukturierte Entwicklung von digitalen Services und digitalen Geschäftsmodellen. Ich behaupte, dass in 20 Jahren oder vielleicht sogar weniger zumindest teilweise wir in einer virtuellen Welt leben und arbeiten. Damit meine ich, dass sowohl soziale Interaktion in Freizeit, aber in Arbeitswelt, genauso wie die komplette Ausbildung in der Schule oder in Universitäten und viele andere Dinge einfach in einem Metaverse stattfinden werden. Und dieses Metaverse ist dann nichts anderes wie so ein Modewort, das sich zusammensetzt aus Meta, also außerhalb, jenseits, und Vers für Univers, also ein Universum außerhalb vom wirklichen Universum. Und in diesem Metaverse, das ist nichts anderes wie die Weiterentwicklung vom Internet in Richtung einer dreidimensionalen Welt. Und in diesem Metaverse wird es extrem viele neue Services, neue Geschäftsmodelle geben und wir werden in diesem Metaverse leben. Und ein Punkt, der auf jeden Fall dafür spricht, ist, dass es bereits jetzt Standards gibt, die für dieses Metaverse entwickelt werden. Ich glaube, es gibt 3 Gründe, wieso man das Ganze untermauern kann. Das erste ist eben diese Standards, die bereits entwickelt werden. Seit ungefähr den 2000er Jahren fangen es da an. Es sind Gruppierungen, die diese Standards entwickeln, die nicht nur so Open-Source-Gruppierungen sind, sondern da ist auch die ISO und die IEEE dahinter, die solche Standards entwickeln. Und ich glaube, wenn das durch solche mal vorangetrieben wird, dann geht das sehr stark in diese Richtung. Ein anderer Grund ist, wenn man die Geschichte mal kurz anschaut, wie sich das Ganze so entwickelt hat und wie wir heute da stehen. Angefangen hat das Ganze in den 60er Jahren. Da hat es die erste virtuelle Realitätsbrille sozusagen gegeben. Die war aber so unhandlich, dass man eine eigene Haltung an der Decke umbraucht hat, damit man das ganze Gewicht von dem Gerät halten hat müssen. Das war also nicht wirklich einsetzbar. Im Jahr 1994 hat es dann eine Brille gegeben, die wirklich ähnlich ausschaut dem, was wir heute bereits einsetzen. Es war aber das Problem, dass die Auflösung natürlich von dieser Pforte VFX1 natürlich nicht mithalten hat können mit dem, was wir heute haben und deswegen hat sie das auch nicht durchgesetzt. Optisch hat es aber schon ausschaut wie das, was wir heute haben. Die Faszination hat sie dann natürlich in den letzten Jahren durch Filme, Bücher etc. aufrechterhalten. Ich glaube, den Film Matrix kennt jeder. Da geht es ja eigentlich auch um virtuelle Realitäten, in einer virtuellen Realität, in der wir leben, wo wir nicht mitbekommen, um was es da wirklich geht und dass das immer virtuelle Welt ist. Und wenn man dann die heutige Situation anschaut, wird es sehr spannend, weil da haben wir eigentlich 2 Technologien, die mittlerweile gegeneinander kämpfen, die schon sehr weit sind und wirklich schon ein gutes Gefühl von einer virtuellen Realität vermitteln können. Das ist einerseits das Project Morpheus von Sony, wo also sehr stark die Spieleindustrie dahinter steht und das Treiber vorangeht. Und das andere ist die Oculus Rift, das ist ein Kickstarter-Projekt, die ebenfalls sehr gute virtuelle Realität schon ermöglicht. Und das Interessante bei der Oculus Rift ist, dass das von Facebook gekauft worden ist. Das heißt, Facebook ist momentan auf dem Status, wo sie eher nur Geld sponsern, dass diese Technologie vorangetrieben wird. Aber ich denke mal, Facebook wird das nicht nur aus Samariterkunden gekauft haben, sondern die werden schon auch in eine Richtung tendieren, dass sie sagen, wenn so ein Metaverse kommt, können sie aufgrund dessen, dass sie die Technologie gekauft haben, natürlich mit ihren Usern, die sie haben, 1 Milliarde User und mehr, natürlich sehr schnell ein soziales Netzwerk in so einer virtuellen Welt aufbauen. Und der dritte Grund, wieso ich glaube, dass sie das recht schnell durchsetzen wird, ist einfach die Tatsache, dass man in so einer virtuellen Welt sehr viele Möglichkeiten hat, die man einfach in der realen Welt nicht haben kann. Einfachstes Beispiel, ich kann dort Dinge probieren, Dinge testen, die ich in der realen Welt vielleicht nur einmal testen kann oder gar nicht testen kann. Und das ist in einer virtuellen Welt ziemlich egal, weil ich habe da keine Materialkosten, ich kann das selber einfach immer wieder testen und Kleinigkeiten verändern. Ich glaube, es gibt aber wieder mehrere Punkte, wo es verändert. Und das Erste, was eine sehr starke Veränderung haben wird, ist die soziale Interaktion von uns Menschen. Das hat Facebook und Twitter haben das bereits verändert. Man trifft sie nicht mehr so wie früher einfach irgendwie in realen Räumen und redet miteinander, sondern viel Interaktion findet eben über solche sozialen Medien statt. Es gibt eine eigene Sprache, die sich daraus entwickelt hat. Und wenn man vorstellt, dass man sie in Zukunft in einer virtuellen Welt
treffen kann mit Leuten, vielleicht die Leute sogar berühren kann, spüren kann, dann wird das natürlich einen starken Einfluss auf unsere soziale Interaktion, sowohl in der Freizeit haben, aber auch in der Arbeitswelt. Ich habe Möglichkeiten, dass ich mich mit Leuten unterhalte und wirklich ein reales Gefühl habe, obwohl es kein reales Gefühl ist, sondern ich bin eigentlich in einer virtuellen Welt. Und da muss man schon fragen, wie sich das auf die Gesellschaft auswirkt, ob wir eigentlich sowas haben wollen und wirklich die Gefahr, dass die normale soziale Interaktion in unserer realen Welt verloren geht, ob das was Positives ist oder nicht. Der klare Vorteil, den sie auf der Gesellschaft hat, ist aber auf jeden Fall die Arbeitswelt und allgemein auch die Kommunikation, auch im Privatleben. Ich habe die Möglichkeit, dass ich über weite Distanzen eine Kommunikation über dieses System aufrechterhalten kann, die dem Realen sehr nahe kommt. Und wenn wir es vor allem über Firmen reden, ich habe die Möglichkeit, dass ich entlang der Wertschöpfungskette global mit den besten Playern der Welt zusammenarbeiten kann. Ich kann mich real mit denen in virtuellen Räumen treffen, Dinge entwickeln, Dinge bereden, egal wo die herkommen, und ich habe keine Reisekosten dahinter. Und das ist schon ein wichtiger Punkt, wenn man nachdenkt, wenn man in Projekten arbeitet und über Telefon und Mail Sachen entwickeln muss, dann ist das meistens eher mühsam, sage ich mal, als wenn ich mit demjenigen im Raum sitze und mit dem direkt diskutieren kann. Und virtuelle Welten ermöglichen eben sowas. Das heißt, das ist ein großes Potenzial dahinter, dass wir in unserer realen Welt durch dieses Instrument, durch dieses Tool Dinge schneller entwickeln können und vorankommen. Und ein weiterer kritischer Punkt, den man sicher betrachten muss, ist das Thema Identität. Das haben wir ja bereits jetzt im Internet, dass es ein wichtiges Thema ist, dass man seine Identität im Privatleben, in der richtigen Welt schützt und sehr viele junge Leute vor allem sehr viel preisgeben von ihnen in Facebook-Medien etc. Und in einer virtuellen Realität ist das natürlich noch viel stärker, man wird viel stärker präsent sein, als es jetzt bei Facebook ist. Und auch da muss man sich überlegen, wie dieses Thema Auswirkungen auf unsere Gesellschaft haben. Vielleicht gibt es auch Vorteile durch das, dass sich jeder individuell in dieser Welt gestalten kann, seinen Avatar eigens gestalten kann und sich quasi ausleben kann. Vielleicht gibt es aber auch Nachwirkungen. Okay, gehen wir es einzeln durch. Vorteil, ganz klarerweise die Verbindung und die Kommunikationsmöglichkeiten, die man hat. Egal, ob es jetzt negative Auswirkungen auf die soziale Interaktion hat, das ist grundsätzlich einmal Vorteil, dass sie sehr schnell eine möglichst reale Kommunikation mit anderen Menschen, egal wo sie auf der Welt sind, aufbauen kann. Beispielsweise meine Verwandten, ich brauche nicht extra 200 Kilometer fahren, dass ich die besuchen kann, sondern ich gehe in so einen virtuellen Raum und kann mit denen gemeinsam Geburtstag feiern in einer virtuellen Welt. Nächster Vorteil, vielleicht ein bisschen spezifischer schon, ist, wenn man an die Lehre denken. Es gibt öfters auch Lehrveranstaltungen auf Universitäten, wo einfach so viele Studenten sitzen drinnen, dass das keinen Platz mehr hat. Also sie können keine Räume so groß bauen, dass das wirklich für alle Studenten zugänglich ist. In einer virtuellen Welt ist das aber komplett egal, ob da jetzt 50 Leute drinnen sitzen oder 50.000. Das ist dem Vortragenden egal, er steht vorne und in einem virtuellen Raum, den kann ich so groß machen, wie ich will, und ich kann jedem sogar die gleiche Perspektive liefern, wenn ich will. Ein anderer Vorteil, das habe ich bereits erwähnt, ist natürlich das, dass ich in einer virtuellen Welt sehr viel versuchen kann, sehr viel ausprobieren kann, ohne dabei Materialkosten zu haben. Beispiel vielleicht, in der Filmindustrie wird das bereits gemacht. Ich kann ganze Filmsets, ganze Locations aufbauen, aber auch Statisten. Und wenn mir irgendwas nicht passt in dieser virtuellen Welt, zum Beispiel die Farbe der Decke auf dem Bett, dann brauche ich nicht eine neue Decke kaufen und eine neue Decke besorgen, sondern ich ändere einfach die Farbe mit einem oder zwei Klicks in dieser virtuellen Welt und die Decke hat die Farbe, die ich haben will. Andere typische Beispiele sind sicher Dinge wie Hausplanung. Stellen Sie sich vor, Sie können in dieser virtuellen Welt Ihr Haus komplett planen und haben nicht nur einen 3D-Plan vor sich am Bildschirm, sondern Sie können Ihr zukünftiges Haus wirklich betreten, wirklich durch das Durchgehen und wirklich das Feeling haben, wie fühlt sich das an, passt das wohl so, wie ich mir das vorgestellt habe. Autokauf, Urlaub, das gleiche Thema. Aber im Bereich der Medizin gibt es sehr viele Vorteile. Es wird auch jetzt bereits teilweise versucht, dass man Phobien zum Beispiel mit solchen virtuellen Welten behandelt. Also das kann man in einer sehr guten, abgesicherten Umgebung ohne wirkliche Gefahr in solchen Welten simulieren. Aber komplizierte Operationen kann man in solchen Welten vorab quasi testen und üben, dass es dann keine Probleme gibt. Bei den Nachteilen, den großen Nachteil habe ich schon gesagt, weil die große offene Frage ist quasi das, ob die soziale Interaktion sich dadurch negativ verändert und ob wir das haben wollen. Da gehört natürlich einiges an Forschung dahinter, was für Auswirkungen das auf uns haben wird. Eine andere offene Frage ist in Richtung Sicherheitsaspekte.
Wenn wir uns jetzt vorstellen, es gibt ja auch jetzt im Internet sehr viele Leute, die hacken können, Viren einschleusen etc. Wenn ich in einer virtuellen Welt bin und mir eigentlich vorstelle, in dieser virtuellen Welt irgendwas Bestimmtes zu sehen und es hackt sich irgendwer rein und ich sehe auf einmal was anderes, irgendwas Schockierendes, dann hat das natürlich auch schlechte Auswirkungen auf mich. Und da muss man natürlich auch diese Standards, diese Sicherheitsstandards extrem hochsetzen, damit sowas nicht passieren kann. Eine weitere interessante Frage, die ein Nachteil sein könnte, vor allem ein Nachteil dafür, dass diese Technologie schnell angenommen wird, ist die Tatsache, wenn man es überlegt, es gibt medizinische Untersuchungen, dass wenn man am Körper weiß macht, dass er Zucker zu sich nimmt, obwohl es kein Zucker ist, er trotzdem anfängt, als Körper auf diesen Zucker zu reagieren. Im Umkehrschluss kann man also sagen, der Körper kann nicht ganz unterscheiden, wann was real ist und wann was nicht real ist. Wenn ich jetzt in einer virtuellen Welt bin und beispielsweise dort von einer Klippe stürze oder irgendwas in die Richtung, wer kann mir dann garantieren, dass wenn diese virtuelle Welt wirklich sehr gut ist, dass ich nicht irgendwie an einem Herzinfarkt stirbt, weil das eben die Auswirkungen auf meinen Körper hat. Das heißt, auch in diese Richtung wird noch sehr viel zu tun sein und es wird Sicherheitsmechanismen geben, die das Ganze dann automatisch abbrechen etc., die das Ganze vor allem am Anfang etwas komplizierter machen für uns Menschen zu verwenden und dementsprechend den Einsatz vielleicht ein bisschen hinauszögern wird. Und eine ganz wirklich ethische Frage, kann man mal sagen, ist das Thema, wenn man sich vorstellt, man baut ein virtuelles Gefängnis auf. Ich hätte zum Beispiel, so wie es in Matrix ist, die Möglichkeit, dass ich für meine Gefangenen, egal wie lange sie im Gefängnis sind, die setze ich in so eine Box rein, die kommen in eine virtuelle Welt, haben dort eine Traumwelt. Ich kann sehr viel Platz sparen, ich kann sehr viel Geld sparen, indem ich Nahrungsmittel vielleicht nur intravenös zuführen muss. Aber eine ethische Frage bleibt natürlich auch dahinter, wenn man so eine Möglichkeit hat, ob man sowas dann in diese Richtung einsetzt. Das Um und Auf, damit so eine Technologie sich durchsetzt, ist eigentlich nur ein Thema, das ist Presence, also die Wahrnehmung. Das heißt, das Wichtigste an jeder virtuellen Welt ist, dass sie wirklich vermittelt, dass ich in dieser virtuellen Welt drinnen bin. Und alles, was man dazu entwickelt, sei es jetzt die Auflösung, die man erhöht, sei es die Latenzzeit, die man nach unten schreibt, dass das Ganze wirklich reibungslos, wenn ich mich bewege, mitgeht, sei es aber auch virtuelle Realitätsinput, Haptik, dass ich Feedback habe von dem Ganzen. Es ist eigentlich nichts anderes, wie alles kleine Schritte, die dazu führen, dass eben diese Presence erhöht wird und die Technologie angenommen wird. Bezüglich Auflösung ist das Ganze übrigens aktuell sehr spannend, wo wir eigentlich stehen. Es gibt Forscher, die haben ausgerechnet, dass 8K pro Auge ausreichend sein müssten, damit wir das als reale Welt annehmen. Das liegt vor allem auch daran, dass wir das Display meistens ungefähr so viel vor unserem Auge haben und dementsprechend reicht diese Auflösung auf. Und aktuell erreichen sie mit ihren Systemen 1K. Das heißt, das ist nur noch das Achtfache von dem, was wir eigentlich brauchen werden, um dann wirklich zu sagen, ja, von der Auflösung her ist das wirklich schon real. Ein anderer Punkt, der natürlich bestimmt bei jeder Technologie, ob sie akzeptiert wird oder nicht, ist zum Beispiel mit dem Technology Acceptance Model zu bestimmen. Da gibt es einfach zwei wichtige Punkte. Das ist der erwartete Nutzen von einer Technologie und das ist die erwartete Einfachheit von der Technologie. Das heißt, eine Technologie wird akzeptiert, wenn sie sehr einfach zu verwenden ist. Heißt für virtuelle Realitäten natürlich keine ganzen Räume, die ich brauche, keine riesigen Kästen, in die ich mich irgendwie einsperren muss, keine extrem schweren Brillen, die ich tragen muss, sondern wirklich eine einfache Technologie, die das Ganze innerhalb von 2-3 Sekunden ermöglicht, dass ich in diese virtuelle Welt eintauche. Und bezüglich erwarteten Nutzen geht es einfach darum, dass man mehr hat als nur ein Spiel, sondern dass man wirklich auch soziale Interaktion hat, dass man das Ganze wirklich in der Freizeit, aber auch in der Arbeitswelt einsetzen kann und dementsprechend der Nutzen über ein reines Spiel hinausgeht und in allen Lebenslagen quasi eine wesentliche Bedeutung hat. Bezüglich Worst-Case-Szenario kann man sich wirklich, glaube ich, die Entwicklung vorstellen, wo es um Nanobots geht. Also es gibt eine starke Entwicklung, die auch vorangetrieben wird, wo solche virtuellen Realitäten abgebildet werden durch Nanobots, die in den Körper rein injiziert werden, die einfach an verschiedenen Stellen im Körper das Feedback auslösen, die Synapsen ansteuern und uns wirklich weismachen, dass wir komplett in dieser virtuellen Welt sind. Man kann sich das sogar vorstellen, dass das in der Richtung gehen kann, dass mein kompletter Körper seine Körperfunktionen in der realen Welt nach unten schraubt und ich mit meinem Geist komplett in dieser virtuellen Welt bin. Und für mich ist das persönlich fast der Worst-Case-Szenario, weil ich dann wirklich die Realität verliere und auch wirklich eine Gefahr ist, dass wir vergessen, dass wir in einer realen Welt leben und tagtäglich schlafen, aufstehen, in diese virtuelle Welt arbeiten können und
die reale Welt, das Herum, die Natur, die richtige Natur einfach vergessen. Das wäre für mich so ein richtiges Worst-Case-Szenario, wenn das in so eine Richtung geht. Sehr interessante Frage. Ich glaube, das Thema virtuelle Realität, das ich gerade im Vorfeld angesprochen habe, zeigt sehr stark, was die Nachteile für unsere Gesellschaft in so einer Welt sein können. Dass wir wirklich einen Realitätsverlust haben und unsere reale Welt einfach nicht mehr wahrnehmen. Das muss jetzt nicht unbedingt eine virtuelle Realitätstechnologie sein, sondern es sind auch viele andere Technologien, von denen wir heutzutage quasi abhängig sind. Und diese Abhängigkeit birgt natürlich eine große Gefahr, dass man vergisst, was rundherum um einen ist, was Natur betrifft, was Freunde betrifft, was richtige soziale Interaktion betrifft. Tools grundsätzlich, glaube ich, aber sind nicht schlecht und auch digitale Geschäftsmodelle bringen ja sehr viele Vorteile für die Gesellschaft. Ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass unsere Gesellschaft im Unterbewusstsein immer weiß, dass das Tools sind, die sie nutzen. Und es gibt so den abgedroschenen Spruch, a fool with a tool is still a fool. Und genau in die Richtung soll es halt nicht gehen, dass wir diese Tools verwenden, um quasi Fools zu werden, sondern dass wir diese Tools verwenden, um unser reales Leben wirklich weiterzuentwickeln, um da voranzukommen.